Ein herzliches Willkommen hier zu unserer F1 2022 My Team Season. Wir sind hier in Miami und heute, ja, passieren sehr weirde Dinge, denn es passiert etwas hier, was, glaube ich, die letzten, ja, Jahrzehnte, denke ich mal, eher nicht so der Fall war. Es wird regnen. Also, ich kenne Miami eigentlich nur Sunshine State. Wer hat mich hier die Strecke? 5,4 Kilometer, 3 DRS-Zonen. Die ist natürlich einfach machen zum Angreifen, aber schwierig zum Verteidigen. Und eine extrem lange, 1,2 Kilometer lange Geraden. Und hier haben wir schon den Regen im Qualifying. Ich habe keine Ahnung, warum es regnet. Ich weiß es echt nicht. Aber abonniert gerne den Channel, macht gerne ein Däumchen nach oben weg und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Links sind alle unten in der Bio. Und ja, mir war es auch klar, dass wir hier nicht um die Pole mitfahren. Ich persönlich mag die Strecke, ja, jetzt schon mal ein bisschen mehr. Aber dennoch ist sie eine Hardcore-Strecke mit unfassbar vielen Kurven. Und man muss echt sagen, es wird extrem schwierig werden, im Rennen hier etwas Großes zu leisten. Man muss schon wirklich viel Glück und viel Skiller. So, aber aktuell sind wir eigentlich auf einem guten Platz. Wir sind mit 180.000stel 7. Platz. Also das zeigt schon mal, wie knapp die Konkurrenz hier zusammen ist. Aber wir werden alles versuchen. Natürlich möchte ich probieren, hier alles rauszuholen. Charles Leclerc wieder hier unangefochten auf dem ersten Platz. Mein Ass im Ärmel oder mein, ja, Sektor, wo wir ein bisschen was rausreißen können, ist der Mickey Mouse Sektor, wie es die Fahrer genannt haben. Hier dieses kleine Schlung. Hier schneide ich nämlich die Kurve. Oh, das war jetzt eher Semi. Das war eher Semi, ja. Das hat auch natürlich illegal Zeit gebracht. So, da. Aber wir können hier, ja, mit dem Abkürzer Lila im zweiten Sektor verbuchen, was natürlich eher Semi war für ja, meine Verhältnisse hier. Dennoch probiere hier, man muss auch sagen, die Bedingungen sind jetzt nicht so gut und ich habe mir dazu auch nicht so viel Zeit verschafft. Dennoch war es natürlich ein Abkürzer, aber ich habe hier auf der Geraden sowieso kaum eine Schelle kassiert. Wir sind direkt auf dem 7. Platz durchgereicht worden. Vielleicht können wir hier aus der letzten Kurve raus noch, nein, wir haben sogar noch einen Platz verloren. Ja, der 10. Platz, also das ist wirklich eher... Sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Perez, Hamilton, Max Verstappen und Russell, Fernando Alonso, Norris, Ocon und der Professor. Mick Schumacher, Magnussen, Daniel Ricciardo und Bottas, Joe, Gasly, Lance Stroll und Yuki Tsunoda, Albon, Vettel, Oscar Piastri und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit, wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Gut, das war also die Startaufstellung und wir gehen direkt ins Rennen rein. Hier sind wir also nun und unser Start war sehr gut, wir sind viel besser weggekommen als erste bei Ocon, aber ja, das müssen wir auch, wenn wir hier um Sieger fahren, ja, da gehen wir mal eher auf die Bremse, so, dann hier rein, weiße Reifen bei Max Verstappen, der Arme, was macht der denn hier für eine Strategie, ja, der ist eher semi gut gewesen für ihn. Wir konnten uns hier mit 4 Plätzen Verbesserung auf den 6. Platz vorfighten. Und da vorne gibt es einen kleinen Bremser. Ich weiß nicht genau, wer da einbremst. Aber man sieht auf jeden Fall, dass Checo vielleicht auch weiße Reifen drauf hat. Also das weiß ich nicht. Aber Checo sieht mir aus, als ob der ja hardcore zu kämpfen hat gegen beide Mercedes. Ich hoffe natürlich, dass es so ist und dass das lange so ist. Weil ich einfach, ja... vorne bleiben. Ich möchte dann natürlich nach vorne und möchte die beiden oder alle im besten Fall angreifen. Hier außen an George Russell vorbei. War jetzt natürlich nicht so schwierig, weil er von Hamilton blockiert wurde. Aber dennoch, sehr, sehr gut, sehr, sehr cool hier vorbei. Und das macht halt auch unnormal Spaß auf dieser Strecke. Gerade wenn du der Angreifer bist, hast du viel, viel bessere Chancen als Verteidiger, weil du halt eben 3 DRS-Zonen hast, die auch sehr effektiv sind. Gerade die lange Geraden ist wirklich diese hier, wenn du die Rest dann hast, sehr, 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 sehr cool zu angreifen. Das Ding ist natürlich, wenn du vorne bist, da gehen wir sehr spät, da scheren wir sehr spät aus. Aber ja,
Auch ein George Russell wollte sich hier natürlich noch bereichern, aber ist nichts gegangen, George. 6 Plätze in der ersten Runde. Was für eine Leistung. Wir müssen sie abdecken, weil natürlich die Pace auf der Geraden einfach nicht da ist. Aber dennoch, das ist der 4. Platz. Was für ein tolles Ergebnis bis jetzt. Perez hat natürlich wegen dem Probleme, weil er die Mediums drauf hat. Wir gucken uns hier nochmal den Start an und man sieht schon auf jeden Fall die Red Bull hier, die Ferrari wieder eine Macht. Beide sehr toll weggekommen beim Start, auch beide natürlich unantastbar noch gewesen. Natürlich auch, weil Perez hier sich beim Start gegen den Mercedes behaupten konnte und dann natürlich, ja, mit seinen gelben Reifen nicht die Pace hatte, wie die Ferrari es halt. Oder halt auch wie die roten Reifen. Hier haben wir dann das Überholmanöver sehr spät ausgeschert gegen einen Lewis Hamilton. Aber da gab es keine Berührung. Das, denke ich mal, war ein sehr smoothes Überholmanöver. Er hat uns nur ein bisschen die Reifen verhakt. Dann habe ich aber auch, direkt, wie ich das gemerkt habe, sind wir direkt zurückgegangen. Gucken wir uns nochmal die Start-Replay an von meiner Onboard-Perspektive aus. Hatten wir auch vorhin schon. Aber was soll ich sagen, Leute? Es geht hier... Er hat direkt in den Windschatten von Ocon, hat nicht viel gebracht, weil er so früh gebremst hat. Und die haben alle früh gebremst, aber wir konnten hier Gott sei Dank, ja, schadenfrei und auch kollisionfrei. Einen leichten Rad-an-Rad mit Verstappen gab es hier, aber eigentlich würde ich mal sagen, war das ziemlich noch okay für Startverhältnisse. Wir sind in der 4. Runde und dann Checo Perez, ja, ist langsam auf den gelben Reifen. Hat natürlich zum Schluss den Reifenvorteil, aber jetzt wird er natürlich, ja, von auch mir hier überholt, das nicht so schön ist für ihn. Ich meine, von einem Mittelfeld-Audi-Team überholt werden, wer will das bitte? Keiner. Keiner will das. Aber, ja, ist halt so. Keiner will das, aber, ja, natürlich. Jetzt auf der Geraden haben wir das Nachsehen, DRS ist enabled. Und ich denke mal, jetzt kommt auch der Switchback, oder kommt hier das Überholen mit dem von Perez? Der hängt sich schon ordentlich dran. Ja, es war sehr dumm von mir, hier dann reinzustechen. Aber ich wusste halt auch nicht genau, ob wir dann nochmal die Chance bekommen, vor Perez zu fahren. Und er ist dennoch natürlich mit DRS, auch mit dem schlechteren, vermutlich schlechteren Reifen, ist der natürlich auch noch um Welten schneller wie wir auf der Geraden. Und das ist dann wirklich... Hier kommt dann... Ja, da kommt ein Checo. Ja, er verbremst sich. Und hier kommt der Switchback, Leute. Der Switchback natürlich... auf unterschiedlichen Reifen, aber dennoch, da konnten wir unfassbar gut zurückfighten. Jetzt geht's in die Box rein, wir carryen die Ferrari ab, zumindest Charles Leclerc. Ich habe die Hoffnung, dass der irgendwie im Verkehr stecken bleibt, dass wir den da irgendwie on track überholen können oder ja irgendwie dank einer Überholung überholen können, falls ihr wisst, was ich meine. Hier geht Charles wieder vorbei und das war ein guter Stop, denn wir mussten sogar warten, bis Charles wieder vorbei ist. Also wir waren nah dran. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt nicht allzu viele Autos zwischen uns haben. Und da ist Oscar Piastri direkt vor Charles Leclerc. Ich hoffe, dass der ein bisschen, ja, den Bremsklotz macht. Denn er weiß, hier kann es um ein Podium gehen. Und ja, so ist es auch. Oscar Piastri macht hier Schützenhilfe. Und ja, hält sozusagen Charles Leclerc auf. Ich weiß nicht, ob er es ganz bewusst macht. Er kann einfach nicht schneller. Aber eins ist fix, wir schaffen es hier. Wir können hier wirklich Charles Leclerc angreifen. Danke, 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 Oscar Piastri. Du bist ein Ehrenmann. Wirklich, Oscar, du bist wirklich Oscar-reif. Und hier positionieren wir uns schon außen. Und da kommt ein leichter Querstier von Charles Leclerc aus der Kurve raus. Danke, Oscar. Er fährt wie gerufen jetzt in die Box rein. Wir hängen dran, bekommt DRS. Er zwar auch, aber wir sind so nah dran. Wir könnten das Manöver in die erste Kurve reinbremsen. Und dafür bremst sich Alexander Albon. Das natürlich jetzt auch noch für uns hilft. Und wir... Nein, Sainz war schon in der Box, leider. Sainz war schon in der Box. Ist auch 1,4 Sekunden vor uns rausgekommen. Dennoch ist es bis jetzt ein 1A-Rennen, Leute. Wir können hier aufs Podium fahren, wenn wir uns gegen Charles Leclerc behaupten. Natürlich. Jetzt heißt es nur schnell an dem Albono vorbei. Jetzt sind wir nämlich auch schon im... Ja, Windschatten, die S-Fenster ist es leider nicht von Carlos Sainz Jr. Oh my goodness, da kommt ein leichter Pendler, mal gucken, ob der Flügel nicht tot ist. Aber da ist gar nichts. Wir sind weg. Alexander Albon ist zwar jetzt hinter uns, aber ist immer noch besser wie ein Charles Leclerc, der natürlich um Welten besser ist oder schneller ist. Jetzt könnten wir uns hier im Mickey Mouse Sektor mit einem, ja, wärmeren Satz Reifen, eventuell, ja, wir sind drin im DS-Fenster.
Wir sind im DRS-Fenster, was sehr wichtig ist, was extrem, extrem wichtig ist, hier im DRS-Fenster zu sein. Ich weiß natürlich, dass wir es vermutlich nicht schaffen werden, ihn hier angreifen zu können. Dennoch ist es gut, weil er hat kein DRS, er ist 5 Sekunden von Daniel Ricciardo weg. Und das, Leute, ist gerade nur zur Erklärung der Fight um den ersten Platz, weil die eben alle noch nicht in der Box waren. Wir scheren hier mal aus, um zu sagen, hallo Carlos, wir sind genau hinter dir. Und das ist natürlich auch psychologisch sehr, sehr gut. Vielleicht können wir, wenn wir nah genug dran sind, in der ersten Kurve ein Manöver wagen, aber das wird vermutlich eher so ein Brexit-Manöver. Nein, das probiere ich auch nicht. Das wäre mir zu gefährlich gewesen. Mein Frontflügel ist mir da hier heilig. Sodala, aber dennoch, wir sind ganz, ganz gut damit dabei. Solange wir im DRS und im Windschatten hängen, können wir auch auf jeden Fall hoffen, hier noch ein Manöver zu starten. Aber, oh ja, das war nicht so gut. Da hatte ich einen leichten, Egal, man darf sich hier zwei Verwarnungen erlauben, bis es dann die Strafe gibt. Aber ja, hier die 15. Jetzt wird schon schwierig. Aber es gibt auch hier wieder DRS und auch auf der langen Geraden. Jetzt heißt es eigentlich nur uns dran robben hier. Dann im Mickey Mouse Sektor eng dranbleiben und dann eben vor dieser vorletzten Kurve ihn dann anzugreifen. Das wär's, Leute. Das wär's extrem. Und ich hoffe natürlich. Wir sind 14. hier dran. Und im DRS sind wir safe. Jetzt heißt es nur knapp dranbleiben. Da kommt die Berührung aber auch nur, weil ich ein bisschen zu schnell hier war. Und jetzt geht's im Windschatten. Hängen wir schon dran. 2/10 ohne DRS. Das geht erst jetzt an. Jetzt muss ich das ES wieder abdrehen, sonst ist es aus. Mr. Graden, jetzt hängen wir im Windschatten dran. Links gehen wir hin. Antäuschen. Oh mein Gott, Charles. Ah, oh mein Gott, Carlos. Aber jetzt ist ja nicht gut hier. Nicht gut positioniert, gar nicht gut, denn er musste zweimal abdecken. Ja, das war jetzt sehr blöd von mir, aber jetzt geht's im Windschatten. Jetzt könnten wir auf jeden Fall ein Manöver wie bei Schall wagen. Wir sind unter 1/10 und wir bremsen da in die erste Kurve rein. Rad an Rad, es war keine Dive-Bomb oder so. Wir sind da wirklich 1A rangekommen. Auch in Sainz hat es zugelassen und jetzt müssen wir einen 100-IQ-Move wagen, denn wir sind unfassbar under pressure von Carlos Sainz. Also wirklich, der hängt uns hier im Getriebe, am Zipfel. Wir müssen hier richtig, richtig ackern, um den hinten zu halten. Das Ding war halt, ich hab versucht, ihn eventuell mit DRS-Tricks, also dass ich ihn vielleicht nach vorne lasse. Mein Problem ist natürlich bei dieser ganzen Sache, ein Checo Perez mit roten Reifen, der wirklich noch schneller ist wie ein Carlos Sainz. Und auf der Geraden müssen wir einfach Zeit gut machen. Wir müssen auch Carlos Sainz eventuell vorbeilassen und dann, ich weiß nicht genau. Wir müssen Carlos Sainz vorbeilassen im Messpunkt und dann vielleicht ihn dann wieder zurück überholen. Das wird schwierig auf jeden Fall. Wir konnten hier, Sainz hat das Duell gegen Perez verloren und im Fight ist dann auch noch Leclerc durchgerutscht. Wir sind hier 1,5 Sekunden vor Checo Perez und das sieht gut aus, dass wir es in die letzte Runde reinschaffen, ohne ein, ohne ein Manöver, das war nicht so semi, ohne ein Manöver, ohne einen Angriff noch. Wir schaffen es auf jeden Fall in die letzte Runde. Das Problem wird halt auf jeden Fall sein, dass auch ein Perez genau an dieser Stelle in der nächsten Runde, sehr schnell sein wird. Er wird uns hier hundertprozentig versuchen anzugreifen. Er wird auf jeden Fall versuchen anzugreifen und das müssen wir um jeden Preis verhindern, indem wir einfach über der Sekunde bleiben und das sieht aktuell sehr gut aus. Unsere Reifen sind natürlich lidiert von den Fights. Wir waren auch eine Runde früher drin als zum Beispiel ein Carlos Sainz, hier auch der Quersteher in der ersten Kurve. Das ist alles nicht mehr so smooth, es ist natürlich auch alles auf letzter Rille, weil ich diese Sekunde halten möchte, aber es sieht wirklich so aus, als ob Perez das easy schaffen wird, einfach hier ins Fenster zu kommen. Hier noch nicht, aber hier ist natürlich auch eine Stelle, wo wir immer Zeit verlieren. Und so auch jetzt, also guckt oben links, die Zeit geht runter auf unter 1,1 Sekunden. Jetzt sind sie auf unter 1,1 Sekunden und dann geht es auch direkt auf die Sekunde runter und direkt in die 9/10, es wird so knapp, Leute. Natürlich, wenn es 9/10 sind, dann ist es schwierig für ihn, auch mit DRS-Hilfe.
dran zu arbeiten, aber dennoch wird es extrem hardcore für uns noch werden. Keinen Fehler, keine Berührung mit der Mauer und vor allem, da waren wir so spät auf der Bremse, das war gar nicht gut, aber der Exit, ja, ich denke mal, es wird reichen, Leute. Es wird reichen, um hier in Miami ganz überraschend von Platz 10, es beginnt zu regnen, oder sehe ich das richtig? Das sind Tropfen auf der Kamera. Es beginnt zu regnen. Das in Miami schon wieder. Was ist hier los, bitte? Haben wir Aprilwetter in Miami? Aber es reicht, Leute. Er hat zwar 7 Zehntel auf dieser langen Geraden aufgeholt, aber wir feiern hier in Miami vom 10. Platz den Grand Prix-Sieg. Was für ein Rennen. Wir müssen natürlich unseren Teamkollegen danken für Schützenhilfe, aber auch unseren Konkurrenten, die Gott sei Dank, die Red Bulls Gott sei Dank, falsche Reifen gewählt haben beim Start. Natürlich zum Schluss war Perez nah dran und konnte auch Verstappen easy hier schlagen, aber dennoch, wir konnten hier mit einer wirklich grandiosen Leistung, nur ein, zwei Fehler hier und da, konnten wir hier den Sieg feiern. Ich freue mich. Extrem, Leute. Was für ein tolles Rennen. Was für eine Leistung von Audi, die den zweiten Saisonsieg feiern können nach Saudi-Arabien. Also, so enge, Stadt-Compris-mäßige Strecken, die liegen uns anscheinend. Monaco kommt die bald. Und auch Kanada kommt bald. Also ich mache mir eigentlich gar keine Erwartungen mehr. Weil in Saudi-Arabien dachte ich mir, wir werden so safe abgezogen. Haben wir gewonnen. Und hier dachte ich mir, Start und Ziel und so weiter. Und da gewinnen wir auch. Also wirklich tolles Rennen, tolles Rennen. Wirklich sehr, sehr interessant und sehr, sehr spannend und spaßig. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie mir. Und wir sind hier wirklich, wir gehen hier als Sieger raus. Ich hoffe natürlich auch, dass wir in den nächsten Seasons noch Weltmeister werden können, bevor dann Formel 1 23 rauskommt. Indem ich richtig mit euch durchstarten möchte. Aber gut, aber heute muss man das echt mal feiern. Italien? Mexiko natürlich. Mein Teamkollege hat es leider nicht in die Top 14 geschafft, aber für mich ist er heute wirklich der Topfahrer, denn er ist so bärenstark gegen einen unfassbar schnellen Charles Leclerc, hat er sich vorne gehalten, hat ihn aufgehalten, um uns hier den Sieg auch zu ermöglichen. Wir gewinnen hier mit einer unfassbaren Leistung. Und auch ein Lando Norris, der konnte in der Rivalität, konnten wir das ein bisschen Platz gut machen auf ihn. Ich freue mich extrem. Was für ein tolles Rennen, Leute. Echt, also besser geht's nicht mehr. Besser wäre es wirklich meiner Meinung nach nicht mehr gegangen. Also danke. Ein unfassbar cooles Rennen. Nächstes Mal steht dann Spanien an, morgen oder übermorgen. Wir gucken uns aber natürlich noch an. Es gibt noch 148.000, was wenig ist. 10.000 Euro habe ich Flügelschaden geholt. Was auch nicht semi war, aber was soll ich sagen, das macht das Ganze weg, dass wir 25 Zähler heute mitgenommen haben. 25 wichtige Punkte für die Konstrukteurs- und Fahrerweltmeisterschaft. Aber jetzt geht's mal weiter, wir gucken, was wir uns alles damit kaufen werden. Aktivitäten sind auch ein paar drinnen natürlich, wir müssen aber auch hier in Aerodynamik investieren. Da geht es direkt an eine neue Frontflügel-Compound. Und noch ein zweiter Sponsor ist jetzt drinnen. Ich mache mal eher so zurückhaltend. 10 Punkte wäre der 5. Platz. Den visiere ich theoretisch auch immer an. Deswegen würde ich sagen, das ist sogar ein guter Sponsor. Wir werden aber noch weiter gucken. Schlag den Rivalen bei einem Rennen. Sehr, sehr schwierig. Sehe ich auch wirklich als für meiner Meinung nach unschaffbar. Verdienen mehr Punkte als dann. Das ist schaffbar. Aber gucken wir mal weiter. 30 Runden, das werden wir auch nicht schaffen. Überhole beim Rennen 5 verschiedene Fahrer. Sehr schwierig. Schaut gerne mal auf Itz_Tobi auf TikTok vorbei. Der Support ist aktuell sehr, sehr krass von euch. Und abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos. Links wie immer alle unten in der Bio. Wir werden noch Aktivitäten aktivieren und. Schaut auch gerne morgen oder übermorgen hier wieder auf YouTube vorbei oder auch gerne Shorts, da ist auch der Support krass. Abonniert den Channel gern kostenlos und sagt gerne in die Kommentare, was ihr gerne mal hättet, was wir hier zocken. Abonniert den Channel gern, bis morgen später auf TikTok und ciao.